Aktion ist eine Organisation, die ist getragen von Leuten aus der psychischen Gesundheit und Leuten mit Flucht- und Migrationshintergrund oder Leuten, die beides haben. Wir wollen zwei Projekte machen. Eines ist ein Beratungsprojekt. Wir wollen ein Projekt aus Deutschland übernehmen. Dabei geht es darum, dass Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund ausgebildet werden, damit sie andere Menschen mit Fluchthintergrund psychosozial beraten können. Und diese Ausbildung geht ein Jahr, 3 Monate Intensivausbildung, 9 Monate Praktikum. In Deutschland, die Organisation heißt IPSO, die haben den ganzen Bereich in Afghanistan aufgebaut, schon seit 2004. Und 2015 haben sie sich dann entschieden, das auch im Migrationskontext in Europa zur Verfügung zu stellen. Also die Erfahrung, die wir gemacht haben mit unseren Counselern, die wir in Deutschland ausgebildet haben, das sind insgesamt jetzt 112 aus 17 verschiedenen Ländern, die zum Teil in anderen Organisationen arbeiten, aber zu einem Teil auch bei uns in unseren Zentren in Berlin, Hamburg und Erfurt. Und die Erfahrung ist durchweg positiv. Und das zweite Projekt heißt Partizipation, wo selbstorganisierte Gruppen von Flüchtlingen und Schweizerinnen und Schweizern miteinander sich organisieren. Vielleicht organisieren sie ein Fest, vielleicht machen sie einen Deutschkurs. Manchmal sind Leute scheu, manchmal sind Leute hilflos. Wenn sie in der Gruppe mit anderen zusammen sind, fühlen sie sich weniger alleine, finden Freunde und finden auch Lösungen für Sachen, die sie beschäftigen. Das ist das Ziel von diesem Gruppenprojekt. Aus meiner Erfahrung sehe ich zurzeit viele Geflüchtete in der Migration- und Traumasprechstunde, aber sie sind eigentlich gar nicht psychisch krank. Sie sind vulnerabel, verletzlich geworden, weil ihnen die psychosozialen Herausforderungen über den Kopf hinauswachsen. Sie sind einfach K.O. Sie wissen nicht, wie sie ihre Wohnsituation verändern, wie sie in der Erziehung zurechtkommen mit den Kindern, also die erwachsenen Geflüchteten. Sie haben Konflikte in der Ehe, ganz viele Probleme. Und die bereits bestehende Supporte, das können sie nicht nutzen. Sie haben immer das Gefühl, da bin ich nicht richtig, da verstehen sie mich nicht. Sie verstehen meinen kulturellen Hintergrund nicht, also nützen sie das nicht. Deshalb können wir mit Paxion niederschwelliger das Richtige anbieten, innerhalb kürzerer Zeit, mit der entsprechenden Sprache und kulturellen Hintergrund. Und das ist eben prima.